Gut, dann könnten wir, warum stoppt die Musik abspielen, habe ich gesagt. Von Beginn an. So. So, die nächste Schaufel wieder Puttegang. Werde ich jetzt mal versuchen, die Treppe so ein bisschen so anzupassen, dass wir hier eine schöne Treppe reinbauen, eventuell. So. 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 Gut, Fackeln haben wir. Fackeln. Dann machen wir einmal so diesen Treppenweg hier nach unten. Leuchten wir dann so mal aus. Dass man auch im Dunkeln hier runter findet. Nein, das kann ja eigentlich weg. Wenn das so ist, könnte das dann schon wieder hin. Jetzt habe ich auch keine Fackel mehr, dann werde ich mir erstmal eine neue machen gehen später. So, und dann werden wir uns hier später eine schöne Treppe nach unten einrichten. So. Mein Feld. Gut, das klappt ja. Dann könnte ich ja mal hinten gehen, das Bambus. Könnte ich ja dort hintergehen, das Bambus holen. Schnell mal hier durch den See durch, bisschen baden. Muss ja auch mal sein, jetzt hier. Haben wir, glaube ich, 3 Tage lang geackert und nicht mal geduscht. Wir stinken schon. Aber wen soll das denn interessieren auf dieser Insel? Cool, wächst das jetzt auch 4 hoch? Fragezeichen. Spitze Hacke habe ich nicht. Tut mir leid, Kohle. Ich hätte dich ja gerne mitgenommen. Boah, ich muss unbedingt die Playlist erweitern. Und dafür sorgen, dass das Game nicht stehen bleibt. Hust. Genau, PC. Verabschiede dich. Es gibt mir wenigstens einen Grund. Na? Kommst du wieder oder? Anscheinend nicht. So. Nach einer kurzen Pause hat sich mein PC beruhigt. Na, geht doch. Ja, sagt anscheinend doch an Fraps. Keine Ahnung warum. Manchmal hat so seine Probleme. Also die Pelz, ich habe nachguckt, die geht 1 Stunde und 12 Minuten. Das heißt, ich nehme schon über 1 Stunde auf. Mal schauen, vielleicht mache ich beim Part 1 einen etwas längeren Part. Ach so, wir wollten ja das Bambus anpflanzen gehen. Na, ja, genau das passiert dann, wenn es laggt, dann drehe ich mich in alle Richtungen. Mann, ich will hier rüber. Bambus, da ist es. 2. Bisher geht der irgendwie immer bloß so mit. Muss das direkt am Wasser sein oder kann das
Fließt das Wasser dort rein? Ja. Muss das denn echt direkt am Wasser sein? Gut, dann werden wir das Ganze jetzt hier unterirdisch noch einmal durchleiten. So. Na, passt. Das heißt, das kommt weg. Das Ganze wird dann dort durchleiten. So. Stört mich so ein bisschen, dass das... Na gut, okay. Wer nicht will, der hat schon, würde ich mal sagen. Geht das echt das? Warum geht das bloß mit einer Reihe? Geht das nicht immer zwei? Das kapier ich jetzt irgendwie nicht. Den mal weg, so dass das Ganze ein bisschen dort hinten reinfließt. Ja, genau. Naja, so können wir es einmal machen. So ist erstmal nur pro. Wie kommst du denn hier rein? Mache dich ab. Aber ganz schnell, mein Freundchen. Ganz schnell. Da. Ja, ich komme hier echt nicht raus. Ich muss irgendwie, ich muss mir auf jeden Fall, muss ich nochmal ein bisschen dran feilen dann gleich. Am nächsten Tag nochmal eine Schaufel machen. Dann werde ich mir sicherlich eine Tür reinstellen oder so. Soll es nicht irgendwie Zauntore geben? Das heißt, dann werde ich die Aufnahme mal unterbrechen und mal schnell nach... goggeln nach dieser Nacht. Na? Na? Oh, die Sonne. Mann, geh unter. Können wir noch ein bisschen was verstauen und schnell mal was futtern. Schnell mal zu Abendessen hier. Was gibt's denn heute? Ja. Bisschen Schweinefleisch. So. Jetzt aber, jawohl, voll gefressen, ab ins Bett. So, mal eben schnell nachguckt. Ich weiß jetzt, wie diese Zauntore gebaut werden. Ich habe noch einiges anderes nachguckt, wie ich diese Glasscheiben mache, wie ich diese neuen Steinziegel mache. Das alles werde ich ja sicherlich verwenden wollen. So, das und das und das und das. Seht hin und lernt. Das ist ein Zauntor. Davon machen wir jetzt mal 4 Stück. Den Rest werde ich dann mal später nachgucken, heute Abend mal in einer ruhigen Minute. Jetzt habe ich erstmal hier richtig Bock, das fertig zu machen. Das heißt, hier vorne muss noch einiges weg. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Und mal schnell eine... Hi, Schwein. Nein, ich will nicht, dass es jetzt gerade eben leckt. Ups, jetzt haben wir das Ganze hier kaputt gemacht. Stellen wir das mal wieder hin. So. Schaufel. Schaufel, 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 Schaufel. Schaufel. So. Ich bin eigentlich nicht so der typische Höhlengänger, aber ich muss irgendwie mal in eine Höhle gehen. Ist der andere, den anderen Zornort werde ich dann noch einmal wegreißen. So, jetzt werde ich das hier so abbauen, dass keiner von diesen wilden Jugendlichen in weiß, schwarz, braun, pink, wie auch immer die aussehen, hier reinspringen können. So.
dann das hier schnell abbauen und dann werden wir uns so zwei Zauntore einbauen. Mal sehen, wie die dann so funktionieren. Vielleicht mache ich auch den Creature Mod oder wie der heißt drauf. Ah, da gefallen mir nicht alle Tiere so diese... Wie heißen die? Irgendwas mit O. O, O, G, O, Ogra, Ogre, keine Ahnung, irgendwie so in der Richtung heißen die. Das sind so eine Sache, die mir überhaupt nicht gefällt. So, dann reißen wir das hier auch weg. Die nächsten zwei Reihen kommen dann sicherlich auch noch weg. So, damit haben wir schon mal diese Welt komplett verändert eigentlich, wenn man es so nimmt. Setze ich das jetzt noch eins? Ja, ich setze noch eins vor. So. Und dann, wenn wir zum Beispiel uns dann vielleicht ein paar Pferde halten, noch... Das wäre doch was, oder? So einen schönen Ponyhof. Klar, jeder mag doch Ponys. Zauntore. Wo kommen die hin? Wo machen wir denn die hin? Da kommt so die Treppe runter. Hier dieser Berg, der wird auch noch zu einer Treppe umgewandelt. Der glaube ich eher nicht so. Hier kommt dann mehr so die Treppe hin. Ja, ich mache jetzt erst einmal das Tor hier so hin. Mal sehen. Schick, schick. Muss man ja sagen. Was ist, wenn ich schon zwei nebeneinander setze? Wie harmonieren die? Ah, okay, die harmonieren dann so. Schade, ich habe gedacht, dass die dann quasi zu einem großen... Dass die quasi in einem großen Tor dann aufgehen. Aber so ist auch okay. Okay, dann könnten wir rein theoretisch das eine hier wieder abbauen. Und stellen uns wieder einen ganz normalen Zaun rein. Das heißt, wir haben zuerst einmal ein Tor, wo wir reingehen können. Hier drinnen werde ich dann noch ein bisschen was vielleicht aus Stein dann machen. Wir brauchen erstmal dringendst Eisen, denke ich mal. Na. Mist. Oh nein, jetzt hängt das wieder. Boah, verabschiedet ihr jetzt einfach schon wieder die Festplatte. Ich habe doch gerade nachgeguckt, da ist noch ein bisschen was Platz. So. Sehr schön. Damit haben wir jetzt hier auch zwei Zauntore drin. Hier drin werde ich das wie so eine Art Laube machen. Vielleicht genau so ein schönes Kartenhäuschen hier reinstellen. Boah, also ihr merkt schon, ich habe schon total geile Ideen, die ich am liebsten alle sofort umsetzen will. Machen jetzt erstmal wieder eine Schicht weg. Ja, so eine genialen Ideen im Kopf, die ich jetzt alle sofort umsetzen will, aber dafür müssen wir erstmal in eine Höhle gehen, dass ich erstmal ein bisschen Eisen hab und so. Das heißt, wir werden uns vielleicht jetzt mal ein bisschen Kohle noch holen, dann die nächste Nacht abwarten und dann vielleicht mal runterstürzen, würde ich mal sagen, oder? Oder? Was sagt ihr? Ja, ich glaube schon, dass wir das mal machen werden. Das kann es erst einmal weg, eigentlich kann erstmal alles weg. Alles erstmal sichern hier. Muss eigentlich meine Kohle ist da drin. Stimmt. Dann machen wir uns damit mal ein paar Fackeln. Das heißt ein paar. 32. Und aus den restlichen Sachen machen wir uns dann eine spitze Hacke. Aus Stein natürlich. Ein Schwertsteinchen. Und noch eine Steinschaufel. Gut, dann gehen wir jetzt hier nochmal auf Eisenjagd, dort hinten in der Ecke. Das restliche Eisen rausklauen. Ey, wenn das dann so hänge ich durch nicht in die Höhle, dann verschiebe ich das auf die nächste Aufnahme. Weil ich würde jetzt hier noch gern ein bisschen aufnehmen, weil ich habe gerade so viel Spaß. Und davon dann kann ich die nächsten zwei Wochen gar nicht. Boah, ich habe mich echt vertan mit der Zeit. Und da
Dabei habe ich so eine Lust. Dann könnte ich eigentlich die Welt kopieren und schon mal alles so ein bisschen vorbauen. Ja, was mache ich denn eigentlich mit der alten Welt? Ja, das ist auch so eine Frage, die ich mir gerade eben noch so stelle. Eigentlich wollte ich ja auf dieser Welt... Oh nein, das ist gerade unerträglich. Eigentlich wollte ich ja auf dieser Welt weiterspielen, quasi nur in ein komplett neues Gebiet gehen. Dort dann quasi in einem NPC-Dorf spawnen. Quasi, ich wollte von quasi diese Ladenbalken für die neue Welt machen, dann quasi dort von dem Himmel fallen, in den ich ja am Ende der letzten Staffel ganz spektakulär und mit ganz viel Kreativität geflogen bin. Ey, ich habe so ein Glück gehabt, dass dort plötzlich so ein Creeper war. Also, ich habe mich eigentlich nur auf das Spawning-Verhalten der Creeper verlassen. Irgendwie, wenn man rennt, geht irgendwie auch sogar die Hungeranzeige schneller runter. Tja, Schwein, jetzt kommst du nicht mehr rein, wa? Haha. Hab ich ein bisschen mehr gesichert hier, mein Gutster. 8 Zäune habe ich jetzt gar nicht mehr mit. Was sagt denn das Getreide? Ja, das muss noch ganz schön. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Ey, die Zauntore sind echt praktisch, finde ich genial, sowas. Was ist eigentlich, wenn man die übereinander... Ah, das habe ich die nicht mit. Ich wollte gerne mal wissen, was ist, wenn man die so übereinander baut. Ah, die Kohleleiten habe ich rausgeholt. Das heißt, wir machen aus dem Rest jetzt hier nochmal Fackeln. So 48 Fackeln sollten für den ersten Höhlenbesuch, glaube ich, mal reichen. Den Rest rein, rein und rein. Den Rest behalten wir. Genau. Ja, das Zuckerrohr ist schon gewachsen. Das ist so gesehen eigentlich schon mal positiv. Obwohl ich das jetzt noch nicht so sehr brauche. Ja, wir haben genau quasi im Keller einen großen Lavasee sogar, ne? Der ist recht groß, würde ich mal sagen. Ja, der ist recht groß. Ist auch schon mal recht schön. Och Mensch, ey, Minecraft, du regst mich gerade total auf. Gut, ich werde dann, glaube ich, nach der nächsten Nacht mal Minecraft neu starten. Was, das Zauntor funktioniert ähnlich wie normale Türen, kann jedoch nur mit Rechtsklick geöffnet werden. Es öffnet sich immer vom Spieler weg, was das bedeutet, bla bla bla, ja, das ist klar. Außerdem kann es nicht mit Redstone gesteuert werden. Okay, ja, die Seite ist jetzt im Hintergrund nämlich noch offen. Und da habe ich das gerade eben mal so gelesen, dass die nicht mit Redstone geöffnet werden können. Aber das ist eigentlich auch kein Problem. So schlimm finde ich das jetzt gerade gar nicht. Schaf? Ich meine, du blöder Jugendlicher. Mach dich weg. Ich sehe dich. Auch wenn du mich nicht siehst. Gut, okay, ich sollte jetzt hier reingehen. Dann schlafen und dann Minecraft mal neu starten. Dann hoffe ich, sind die Lags behoben. Gut, Nächtle.